Hallo. Der als Kind verwaiste Jake Atherton dient in Afghanistan und überlebt ein schreckliches Massaker, bei dem seine Kampfgefährten getötet werden. Nach seiner Pensionierung gelingt es ihm, in ein friedliches Leben zurückzukehren und eine Familie zu gründen. Aber inmitten seiner alltäglichen Probleme übersieht er die Tatsache, dass seine militärische Vergangenheit von bestimmten Leuten an der Macht nicht vergessen wurde. Sie versuchen ihm keine andere Wahl zu lassen, als zum Wohle der anderen zu den Waffen zu greifen. Aber der Mann widersetzt sich, seine Prinzipien zu opfern. Unter der sengenden Sonne von Mossul, Afghanistan, locken die Taliban eine Einheit der US-Armee in einen Hinterhalt. Sie warten geduldig darauf, dass sich die Soldaten weit genug entfernen, um sie zu überrumpeln. Im Zentrum des Überfalls steht ein Mann, der eine Waffe und eine Bombe unter seiner Kleidung versteckt. Er weigert sich, sich zu ergeben und wird erschossen. Der arrogante Jake versucht, den improvisierten Sprengsatz zu entschärfen, obwohl Colonel Mason den Rückzug anordnet. Es kommt zu einer Explosion und die Überlebenden geraten in das Kreuzfeuer. Der von der Explosion geschockte Jake kann sich erholen und überlebt, während der Colonel einen Schuss ins Bein erhält. Ein alliierter Hubschrauber taucht auf, um die Gruppe zu retten, aber der größte Teil der Truppe wird bei dem Kampf von den Taliban getötet. 5 Jahre später wird Jake immer noch von den Erinnerungen an diesen schicksalshaften Tag verfolgt. Er arbeitet als Mechaniker in einer Autowerkstatt, die seinem Onkel Earl gehört, der ihn nach dem Tod seiner Eltern seit seiner Kindheit aufgezogen hat. Nach einem harten Tag kehrt der Veteran nach Hause zu seiner Frau Ashton und seinem Sohn Weston zurück. Sie haben ein gutes Verhältnis zueinander, aber das Familienidyll wird durch finanzielle Probleme getrübt. Die Bank droht, ihr Haus wegen ausbleibender Hypothekenzahlungen zu pfänden. Jake bleibt jedoch optimistisch. Push through this. Okay? Like we always do. Bevor er zu Bett geht, erzählt er seinem Sohn von seinen gefallenen Mitstreitern und von Colonel Mason, der bei Westons Geburt ins Krankenhaus kam. Am nächsten Tag trifft Jake in der Werkstatt auf eine Gruppe von Schlägern, die Geld von seinem Onkel erpressen wollen. Der Veteran stellt sie zur Rede. Daraufhin greifen die Schläger ihn an, werden aber sofort mit einem Schraubenschlüssel im Gesicht und in den Knien getroffen. Ihr Anführer, Fresh, bedroht Jake mit einer Pistole und verspricht, diese Frechheit nicht ungesühnt zu lassen. Gedemütigt macht er sich mit seiner Bande aus dem Staub. Jake wartet auf eine Erklärung von Earl, der andeutet, dass er in seiner Jugend Geld für die Autowerkstatt illegal verdient hat. Aber er schulde diesen Schlägern nichts und er werde nicht nachgeben. Jake entgegnet, dass der sture Onkel auf diese Weise für immer im Krieg mit ihnen stehen wird und Earl muss sich überlegen, was er mit dem Problem anfangen will. Er ruft seine Frau an, um ihr von dem Vorfall zu schildern. Am Abend grüßt Fresh Jake neben seinem Haus und tritt sofort das Gaspedal durch. Drinnen findet der Mann die atemlosen Leichen von Ashton und Weston in einer Blutlache. Er kann den schrecklichen Anblick nicht ertragen und zerbricht innerlich. Der Veteran weigert sich, mit den eintreffenden Polizeibeamten zu sprechen und steigt in seinen Wagen. Jake findet den Wagen des Mörders vor einem Nachtclub geparkt. Drinnen eröffnet er sofort das Feuer und nimmt allen Besuchern das Leben. Bevor er stirbt, versucht Fresh zu sagen, dass er die Familie des Mannes nicht töten wollte, aber Jake führt seinen Rachefeldzug gnadenlos zu Ende. Jake versteckt sich nicht vor der Justiz und sitzt bereits nach 5 Monaten in einer Gefängniszelle, wo ihn die Gedanken an die letzten Momente im Leben seiner geliebten Frau und seines Sohnes quälen. Er erhält Buch von Colonel Mason, der ihm vorschlägt, sich einen Rechtsbeistand zu suchen, doch Jake glaubt, dass er für seine Taten ins Gefängnis gehört und dass es draußen eh niemanden mehr für ihn gibt. Trotz seines guten Verhältnisses zum Colonel lehnt Jack dessen Hilfe ab und bittet Mason, nicht wiederzukommen. Noch in derselben Nacht erhält Jake Besuch von einem Mann, der sich Ramsey nennt und ihm anbietet, seiner Taskforce beizutreten. I don't give 2 shits what you want. I might dose some dickheads for the day. Mr. Atherton. Guard! Jake lässt den Mann nicht ausreden und kehrt in seine Zelle zurück, aus der er mitten in der Nacht von maskierten Männern entführt und ihm ein Beruhigungsmittel injiziert wird. Der Mann wacht im Freien auf, wo Ramsey und sein Schlägertrupp berichten, dass ihre Organisation, Sektion 8, an streng geheimen Missionen arbeitet und nicht dem Gesetz unterstellt ist. Der Kommandeur hat die Biografie des ehemaligen Special Forces-Kämpfers, der seine Familienrechte gründlich durchleuchtet. Aber die Freiheit
und sogar sein eigenes Leben sind Jake nach wie vor gleichgültig. Also manipuliert der Chef geschickt die Gefühle des Mannes. Er fragt, was sein Sohn Weston sagen würde. Das funktioniert. Und die beiden fliegen nach Washington DC, wo Ramsey Jake das Hauptquartier der Abteilung zeigt, das er als Batmans Versteck bezeichnet. Sie haben nur 16 Agenten in ihrem Stab, von denen jeder eine komplizierte Beziehung zum Gesetz pflegt. Die Sektion 8 erhält ihre Befehle direkt vom Außenministerium und beseitigt Bedrohungen für die Sicherheit der USA auf der ganzen Welt. Bevor Jake Papiere für seinen neuen Namen, ein Auto und eine vorübergehende Unterkunft erhält, wird er in einen Faustkampf mit dem mächtigen Ajax verwickelt. Jake hält den Mann fest und droht ihm ein Auge auszustechen, aber er besänftigt seine Wut und erinnert sich an seine Familie. Die Agenten, darunter Branna und Elias, begrüßen das neue Teammitglied zaghaft, während sich Moller sofort auf die Seite des Neulings schlägt. Jake begibt sich mit ihr auf seine erste Mission nach Mexiko. Sie müssen die von dem Mafioso Castillo gestohlenen Blaupausen für eine Geheimwaffe wieder beschaffen und dann die Zielperson ausschalten. Was Jake beunruhigt ist, dass er die Rolle eines Auftragskillers spielen muss. Castillo will die Waffe an die russische Mafia verkaufen und Muller schickt Jake allein zum Ort des Geschehens. Die Russen sind sichtlich beunruhigt und wollen das Geschäft so schnell wie möglich abschließen, um zu verschwinden. Aber Castillo hält sie mit leerem Gerede hin. Das gibt Jake Zeit, sich vorzubereiten. Er eröffnet das Feuer aus einer Deckung heraus und verwirrt die Banditen. Beide Fraktionen beschuldigen sich gegenseitig für den Hinterhalt und beginnen ein Massaker. Nachdem sich die meisten Beteiligten gegenseitig eliminiert haben, erledigt Jake die Überlebenden, gefolgt von Castillo, der sich weigert, seine Papiere herauszugeben. Jake findet sie in seinem Auto zusammen mit den beiden Mädchen, mit denen sich der Mafioso vergnügt hat, und beschließt, sie zu verschonen. Nach seiner Rückkehr zur Basis tadelt Ramsey den Agenten dafür, dass er die Zeugen am Leben gelassen hat. Jake unterscheidet sich in seinen ethischen Grundsätzen deutlich von seinem Chef, aber Ramsey respektiert das und Muller stellt sich wieder einmal auf die Seite ihres Partners. Der eifersüchtige Ajax hingegen gießt Öl ins Feuer. Ramsey beauftragt seinen besten Auftragskiller namens Locke mit der Ermordung eines korrupten Beamten, den er auch in Begleitung von zwei Damen antrifft. Locke befiehlt ihnen zu gehen und eliminiert die Zielperson, woraufhin es zu einer Schießerei mit den Wachen im Casino kommt. Währenddessen betritt Jake zum ersten Mal das ihm zugewiesene luxuriöse Haus. Er ist überrascht, an der Wand Fotos zu finden, die er seit seiner Zeit in Afghanistan aufbewahrt hat. Er erinnert sich an Mason, der ihm auf jener schicksalhaften Mission das Leben gerettet hatte. Damals hätte der Colonel selbst fast ein Bein verloren und wird für den Rest seines Lebens humpeln müssen, aber das ist ein kleiner Preis im Vergleich zu dem, was seine gefallenen Kameraden bezahlt haben. Am Abend trifft Jake Muller in der Bar, wo er sie fragt, wie sie in die Division gekommen ist. Das Mädchen diente in der Armee, bis sie zu Unrecht von ihrem Vorgesetzten entlassen wurde, und sie hielt sich mit ihrer Antwort nicht lang hinterm Berg. Sie flirtet mit Jake, der ist aber noch nicht bereit, seine verstorbene Frau hinter sich zu lassen. Bald erhält Ramsey einen neuen Auftrag. Er soll Senator Jim Graham töten. Der Chef bezeichnet ihn trotz seiner offiziellen Position als Verräter, was durch die Dateien auf seinem Computer, die sie stehlen wollen, bewiesen werden soll. Diesmal werden sie Ajax zur Tarnung mitnehmen. Muller dringt in das Büro des Senators ein und lädt die Informationen herunter, aber die Sicherheitskräfte melden eine Bedrohung, sodass die Wachen den Senator in einem gepanzerten Jeep wegbringen. Das Team wird davon überrascht. Jake eilt ihm auf eigene Faust hinterher und schafft es, das Ziel durch einen Sprung von einer hohen Schlucht aufzuhalten. Der Veteran erinnert sich an seine Familie und zögert, doch der Senator wird von Ajax, der gerade eingetroffen ist, erledigt. Am Abend denkt Jake wieder an sein früheres Leben und die glücklichen Momente mit seinen Liebsten, doch sein Tagtraum wird von bewaffneten Männern unterbrochen, die sich an sein Haus heranschleichen. Ramsey verzeiht keine Fehler. Jake versteckt sich vor ihnen und sucht am nächsten Tag Colonel Mason auf. Der Kommandant weiß von Sektion 8, sagt aber, dass sie in den 90er Jahren offiziell aufgelöst wurde. Offenbar wird die Organisation jetzt von hochrangigen Leuten genutzt, allerdings für ihre eigenen Zwecke.
Mason verspricht seinem Kameraden, mit Waffen und Geld zu helfen. Ramsay ist frustriert, dass Jake entkommen ist, und wendet sich an Locke, um ihn zu finden. Während sich der Flüchtige in seiner Heimatstadt versteckt, stößt er zufällig auf einen Jungen, der ihn wiedererkennt. Es ist der beste Freund seines Sohnes Landon, der sagt, dass er Weston vermisst. Jake erfährt von dem Jungen, dass Fresh vor seinem Tod mehrere Gespräche mit Männern in schwarzen Anzügen geführt hat, die wie Geheimagenten aus Comics aussahen. Dann holt Locke ihn ein und es kommt zu einer Schießerei auf einer belebten Straße, bei der die Polizisten, die am Tatort eintreffen, getötet werden. Jake gelingt es zu entkommen und Ramsay ist äußerst unzufrieden mit dieser Tatsache. Jake kommt zu Earl und dankt seinem Onkel, dass er ihn nach dem Tod seiner Eltern unter seine Fittiche genommen und aufgezogen hat. Gemeinsam bewaffnen sie sich und bereiten sich darauf vor, den Angriff der Verfolger abzuwehren. No goddamn retreat. And no f***ing prisoners. Die Werkstatt ist von allen Agenten der Sektion 8 umzingelt. Und nachdem sein Onkel ihm geholfen hat, Brunner und Elias auszuschalten, taucht der vorsichtigere Ajax auf. In einem Feuergefecht geht den Gegnern die Munition aus und der Agent bietet dem Veteranen an, die Sache unter vier Augen zu klären. Diesmal lässt sich Ajax nicht festnageln und bereitet sich darauf vor, Jake abzustechen. Aber dieser wird von Muller gerettet, die nicht zögert, ihrem Partner ein paar Schüsse in den Rücken zu verpassen. Earl fordert seinen Neffen auf, so schnell wie möglich auszusteigen und wirft ihm die Autoschlüssel zu. Während er und Muller die Straße entlang fahren, beginnt Jake zu vermuten, dass sie ihm aus einem bestimmten Grund hilft. Das Mädchen antwortet ihm, dass sie aus der Sektion 8 aussteigen will, doch niemand verlässt sie lebend. Jeder, der von ihrer Existenz weiß, nimmt dieses Geheimnis mit ins Grab. Jake plant, Ramsay zu finden und zu töten, aber als sie sich seinem Versteck nähern, verrät Muller den Mann und nimmt ihn gefangen. Gefesselt fragt Jake Ramsay, warum er ihn noch nicht fertig gemacht hat, woraufhin Colonel Mason im Zimmer auftaucht. How could you do this to me, sir? I gave you a second chance at life in Afghanistan. What'd you do with it? Es wird klar, woher der ehemalige Kommandant von Sektion 8 wusste. Die ganze Zeit über wurde Jake dazu gebracht, sich mit allen Mitteln rekrutieren zu lassen, sogar Fresh und seine Bande anzuheuern, um die Familie des Mannes zu töten. Die Mitglieder der Sektion 8 gehen, um ihr weiteres Vorgehen zu besprechen und lassen Jake mit sich selbst allein. Sie zählen das Geld, das sie nach den Einsätzen erhalten haben, und kommen zu dem Schluss, dass es keinen Sinn hat, Jake am Leben zu lassen. Mason geht, um mit dem Gefangenen unter vier Augen zu sprechen. Er versichert ihm, dass er nicht in den Mord an seiner Familie verwickelt war und befreit ihn von den Ketten. I was contracted to bring down Section 8, and I agreed. Why didn't you just tell me? Sie tun sich zusammen und überfallen die Wachen. Ein Alarm geht los und die beiden Kampfgefährten schießen erneut gemeinsam auf ihre Feinde. Ramsay versucht, Jake mit Geld zu bestechen, aber dieser ist nur noch an seiner Rache interessiert. Während der Boss versucht, die Schuld auf den Colonel zu schieben, schleicht sich Muller von hinten an und Mason setzt seinen Körper unter Brand, um Jake zu retten. Mit seinem letzten Atemzug bittet der Colonel Jake, die Mission zu Ende zu bringen. Doch Ramsays Komplize überrascht den Soldaten. No. Jake, I would never kill you. Jake beseitigt sie mit bloßen Händen und stiehlt ein Auto, um Ramsay einzuholen, der mit dem Geld abgehauen ist. Er verfolgt den Boss eine Bergserpentine. Sein Feind ist zuversichtlich, dass Jake zögern wird, ihn zu erschießen, aber seine Ansprache wird von Kugeln unterbrochen, die aus nächster Nähe abgefeuert werden. Jake wird vom Generalstaatsanwalt besucht, für den Mason gearbeitet hat. Für seine Hilfe bei der Beseitigung von Sektion 8 erhält der Veteran eine Belobigung von der US-Regierung. Ramsay hatte lange Zeit seinen Lebensunterhalt mit dem Verkauf von geheimen Daten an Staatsfeinde verdient. Der Staatsanwalt bietet auch an, die Fähigkeiten des Soldaten für einen guten Zweck einzusetzen, aber Jake lehnt ab, obwohl er die Visitenkarte des Mannes für den Fall annimmt, dass er seine Meinung ändert. Jake kehrt zu seinem Haus zurück, wo Locke im Dunkeln auf ihn wartet. Um seines Rufes willen muss er den Auftrag ausführen, egal ob der Kunde tot ist oder nicht. Locke verliert für einen Moment seine Deckung, sagt Jake, wie berechenbar er ist, und verpasst ihm einen Schlag. Der Veteran entreißt dem Auftragskiller seine Waffe und sie liefern sich einen Nahkampf, gefolgt von einem Küchenmesserduell. Der stärkere Locke geht als Sieger hervor, aber Jake sieht, dass die Waffe des Mannes auf dem Boden liegt und gibt vor, verwundet zu sein, um die Waffe zu holen und den Killer zu überrumpeln. Ohne noch einmal zu zögern, tötet er Locke.
Jake schickt eine Nachricht an Onkel Earl, dem er für alles dankt, was er getan hat. Er bedauert, dass er sich nicht persönlich von ihm verabschieden und ihm alles sagen kann, aber er liebt ihn sehr. And, you know, maybe we'll see each other again. In this life or the other one. Jake steigt in einen Fernbus, wo er eine Frau mit einem Kind sieht, die ihm lächelnd zuwinkt. I found something to fight for. Glad to hear that. Er nimmt die Einladung des Staatsanwalts zur Sektion 9 an. Wie immer findest du den Namen des Films in der Videobeschreibung. In der Zwischenzeit lasst uns in den Kommentaren wissen, denkst du, dass Jake nach all dem Drama und dem Verrat eine Einladung zu Sektion 9 hätte annehmen sollen? Und vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren und die Videos zu liken, damit möglichst oft weitere tolle Geschichten erscheinen. Du willst einen tollen Film in wenigen Minuten anschauen, ohne zurückzuspulen? Kein Problem! We got a great looking audience tonight. Der Sweet Popcorn Kanal hat ein mega bequemes Format, das nur auf dich wartet. Kurze Nacherzählungen von Filmen, vom Autorenfilm bis zum Hollywood-Blockbuster. Hol dir dein unbegrenztes Ticket, indem du auf Abonnieren klickst.